Warum sind Sie heute hier? Ja, wir sind heute hier, weil wir von dieser Corona-Demonstration gehört haben, weil viele Leute eben einfach mit Ängsten zu kämpfen haben. Ja. Sie vermissen ihre Freiheiten im Leben. Und wir sind hier, um den Leuten von der guten Botschaft zu erzählen. Weil natürlich ist das alles beängstigend, was hier um uns herum geschieht. Freiheiten werden beschnitten, das ist nun mal so, man kann es nicht mehr leugnen. Wie sehen die Freiheiten aus, die beschnitten werden? Naja, essen gehen, Hotel nur noch mit Impfung, nur noch mit Test. Ja. Im Privaten keine Feiern mehr. Wir sind Christen, wie Sie sehen, auch im Gottesdienst ist es natürlich ein Riesenthema. Ich darf meinen Gott nicht mehr mit Gesang loben, das ist für mich ein Riesenproblem. Ja. Ich darf mit meinen Geschwistern keine Gemeinschaft mehr haben und das ist antibiblisch, weil Jesus sagt, wir sollen unsere Gemeinschaft nicht verlassen. Ja. Und da gehört ein gemeinsamer Gottesdienst einfach dazu und da hat Politik sich nicht einzumischen. Genau. Aber unser Punkt, warum wir hier sind, ist, die Leute sind frustriert, viele haben mit Depressionen auch wirklich zu tun und wir wollen den Leuten eine Lösung geben. Und unsere Lösung ist Jesus Christus, ja, die wir ihnen unterbreiten wollen und sagen, auch wenn ihr äußerlich vielleicht keine Freiheit mehr habt, ja, ihr könnt Freiheit finden in Jesus. Weil in Jesus werden alle Bindungen, alle Süchte, egal mit was der Mensch zu kämpfen hat, alle Ängste werden ihm genommen. Ja. Das ist unsere Botschaft. Wir wollen den Menschen auferbauen, der hierher kommt. Aber dennoch kann man sich ja treffen per Internet und ja, andere Geschichten. Ist das noch zu wenig? Oder Freiheit? Das, Sie können ja demonstrieren. Ja, also die Freiheit, mich über Internet zu treffen, ist mir persönlich zu wenig. Ja. Ich halte mich am Wort Gottes und da steht drin, verlasst eure Gemeinschaften nicht. Unsere Kirche war zugeschlossen wochenlang und da bin ich nicht damit einverstanden. Ich möchte mich mit meinen Geschwistern treffen, um Gottesdienst zu feiern. Und da hat sich kein Coronavirus oder irgendwas ist für mich eine Rechtfertigung, ein Gotteshaus zuzuschließen. Das ist meine Meinung. Und ich glaube auch, dass viele Leute das hier trifft und viele Leute wirklich Probleme haben in der Umsetzung dieser Sachen. Weil es geht ja nicht um ein Virus, es geht um eine politische Agenda, bin ich der Meinung. Und da haben Leute einfach Probleme damit, sich da einzufügen. Weil wenn sie das Kartenhaus mal durchschaut haben, dann fallen sie ganz leicht in Depression, bekommen Ängste vor dem weiteren Leben. Kann ich meine Arbeit noch machen ohne Impfung? Kann ich das und das noch machen ohne Impfung? Wie wird es mit meinen Kindern gehen? Die werden im Kindergarten vielleicht gemobbt ohne Impfung. Das sind Riesenprobleme, die Leute quälen. Und man darf das nicht unter den Teppich kehren. Und mit der Botschaft von Jesus möchte ich die Leute einfach auferbauen und sagen, Jesus ist an eurer Seite, lasst euch keine Angst einjagen. Das Wort Gottes sagt immer wieder, habt keine Angst, seid mutig und stark. Amen.